Herzlich willkommen zu diesem Crazy Channel 40 Let's Play. Ja, wir spielen Feuerwehr 2014, die Simulation. Hört sich ja schon mal gut an. Das ist der Nachfolger wohl vom Werksfeuerwehrsimulator. Ich weiß es nicht. Weil ich in Vorgänger bisher nur Werksfeuerwehrsimulator und Flughafenfeuerwehrsimulator 2013 gespielt habe. Da werde ich mal schauen, ob das möglich ist, davon ein Let's Play hochzuladen, denn Flughafenfeuerwehr 2013 ist sehr performance-lastig und sieht dabei nicht so toll aus. Naja, machen wir doch ein neues Spiel. Ihr merkt vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet, ne? Also nehmt es mir bitte nicht übel. So, neues Spiel. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Das scheint das Intro zu sein. Also wenn die Grafik so natürlich im Spiel ist, dann darf man da gar nichts dagegen sagen. Obwohl, es geht bestimmt auch schöner. Es sieht so sauber aus. Also, da sind irgendwie kein Dreck. Aber die Bäume sehen ganz gut aus. Aber da kommt es, glaube ich, nicht im Spiel drauf an. Okay, neue Fahrzeuge scheint es nicht zu geben. Aber schon mal hier im Wald, wo man hoffentlich hinfahren darf. Wäre schade, wenn der nur im Intro wäre. Aber es sieht gut aus. Ja, okay, jetzt lädt was. Jetzt können wir mal gespannt sein. Okay. Drücken wir mal E. Guten Morgen zusammen. Da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Hier teile ich heute das HLF Glorian 6 zu. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Gerne doch. Bis auf Weiteres bist du heute auch für den Innendienst zuständig. Warum auch nicht? Das bedeutet für dich, dass du dich nicht zu weit von der Wache entfernen darfst. Okay. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Ja. Wie geht's? Gucken wir uns mal unser Auto an. Fahrzeug, das ist ja bei der Feuerwehr. So. Okay. Guten Morgen. Also, Blaulicht, warum auch immer das mit dem V da gekennzeichnet ist. Ja, funktioniert schon mal. Horn auch. Lampe, Hupe auch. Schauen wir uns nochmal die linke an. Machen wir das in X. Okay. Und N. Ja, wunderbar. Schauen wir mal, was man in der Werkstatt so finden. Die wird, ja, wenn da vorne das Treppenhaus ist, da. Das ist hier wohl die Werkstatt. Oh, was ist das da? Sieht aus wie so ein Reifendruckprüfer von der Tankstelle. Aha. Machen wir das mal auch mal. So. Der ist okay. Guten Morgen. Der auch. Der auch. Und der auch. Sehr gut. Das ist sehr gut, dass wir genug Reifendruck haben. So. Sport müssten wir mal machen, sehe ich da oben in der Gesundheitsleiste. Die ist so gelb-grünlich. Ja, da lag ich richtig. Hier ist das Treppenhaus. Gehen wir mal hoch. Was ist hier? Hallo. Nur den Lichtschalter, aber das geht nicht. Okay. An die Einsatzkräfte. Florian 1, Florian 2 und Florian 6. Aus dem Gewerbegebiet kam die Meldung rein, dass ein Einsatz Container in Brand geraten ist. Alle ja, Einsatzkräfte sind umgehend dorthin. Florian 6 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Alles klar.
trinke jetzt erstmal. Ja. Mach das ruhig. Nachbar. Was neu ist, dass die jetzt so, dass hier im Fahrzeug wirklich jemand sitzt, den man dann auch sieht und der auch spricht. Das ist gut. Jetzt ist das hat ihm die Sprache verschlagen. Und die Steuerung geht so. Aber die, cool, die Autos machen jetzt von selbst Platz. Man muss sie nicht jetzt zur Seite rammen. Huch, was ist denn da vorne? Ach, toll. Wird mit Portalen gut. Hä? Wo? Ach, die Kollegen sind jetzt schon da vorne. Na gut. Fahren wir mal dahin. Also ein Müllcontainer brennt. Wie schlimm kann das werden? Hast du das mit den Einbrechern die Tage mitbekommen, die die Polizei einfach nicht fassen konnte? Der war laut Presse wohl an die Einsatzanleitung. Das Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Oh. Steigen wir mal raus. Brauchen wir einen Schlauch, ne? Der ist meistens hier drüben. Ja. Was soll ich mit dem Schlauch sonst machen? Oh, wir haben nur noch 4,5 Minuten. Was cool ist, man muss die jetzt ankoppeln, die Schläuche. Nicht so wie vorher. Einfach nehmen und dann hat man so viel, wie man gerade braucht. Florian 6 an Leitstand. Das ging aber schnell. Erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Der Schlauch verschwindet hier am Boden. Ach, und jetzt müssen wir uns auch noch beeilen, wieder zurück zu. Na, ganz toll. So. Zu steigen ein. Ach, die hatte ich eben gar nicht an. Ups, egal. So, dann fahren wir mal heim. Ja gut, da geht's wirklich zurück. Ups. Also, so optimal ist die Steuerung dann doch noch nicht. Jetzt will er keinen Platz mehr machen. Nur wenn ich Blaulicht an habe. Na gut, Tank ist noch voll. Aber weit sind wir auch nicht gefahren. So, jetzt kommt wieder ein Ladescreen. Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. So, es wurde gespeichert, das ist gut. Gehen wir tanken? Ach nee, wir haben noch so voll. Noch einen so vollen Tank, da brauchen wir noch nicht tanken gehen. Ja. Okay, wenn man Richtung Wache fährt, fängt es ein bisschen an zu laggen. Und auch geht's. Ich könnte echt noch eine Stunde schlafen. Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wacker. Okay, okay. So. Ach, da vorne. Hä? Oh. So, machen wir mal das Tor auf, dann kommen wir auch rein. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Kurve kriegen. Nee, alles waagerecht, weißt du. Nein, das wird so nix. Und. Ja. Na doch, das geht zu. So, komm, jetzt suchen wir mal nach dem Sportraum. Das soll bitte nicht sein, das sind so Toilettenschilder. Aber an sich finde ich die Wachen immer relativ, naja,
hässlich. So sehen, glaube ich, nur noch wenige Wachen in Deutschland aus. So, gucken wir doch mal erst in den Raum. Ach, das ist er ja schon. Und ich bin wieder da. Also, ja, es tut mir leid. Nur meine Mutter kam gerade rein. Deswegen musste ich mal kurz pausieren. Aber jetzt ist es ja zum Glück vorbei. Und jetzt ja, machen wir einfach weiter mit dem Let's Play. So, hier machen wir gerade Sport im Sportraum. Der Einsatz, der hat uns eben ein bisschen zu schaffen gemacht. Aber die Mülltonne ist ja jetzt aus. Das Ergebnis sieht, na komm, machen wir nochmal. Sport kann ja nicht schaden. So. Umgucken kann man sich nicht. Also bis jetzt finde ich das Spiel zumindest von den Einsätzen her schon mal besser als den Flughafen Feuerwehrsimulator oder. Aha, sehr interessant. Alles senkrecht? Als den Flughafen Feuerwehrsimulator oder den Werksimulator. Alles senkrecht? Hier, warte mal, der sieht ja. Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Hä? Nichts zu tun? Nach der Stimme her ist es ein Mann. Jetzt sieht er aus wie eine Frau. Was soll das? Jetzt wieder wie ein Mann. Nichts zu tun? Ist ja ziemlich aggressiv hier, der Kollege. Und der da? Wie sieht der aus? Hey, hey, hey. Geht's? Auch komisch. Seltsam. Das da ist aber eindeutig eine Frau. Na gut. Von mir aus. Oh. Ah, TLF. Nee, HLF 6. Was gibt's denn noch so hier? Ah. Hier. Ein Wechselladerfahrzeug mit einem AB-Abräubehälter Abrüst. Können wir das jetzt nehmen? Hallo. Wir können den Besen nehmen, wenn das Ding nicht mal offen ist. Was ein. Ja, genau. Diese Aussage wird gerade von. Tja. Widerspruch in sich. Aber gut. Ist ja. Und jetzt können wir von der Seite. Oder, ja, da kommen wir wieder. Wie bescheuert. Alle Einsatzkräfte. Von der Grillhütte im Brunsdorfer Wald kam eine Meldung rein. Bei einer Grillfeier scheint die Grillhütte Feuer gefangen zu haben. Alle Einsatzkräfte. Nach da. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe übrigens ein Stellenangebot von der riesigen Flughafenfeuerwehr bekommen. Ich überlege ernsthaft, ob ich mich auf den nächsten Spieler hinwechseln soll. Hahaha, wie lustig. Habe ich jetzt einfach mal überhört. Musik rockt an. So. Ach, jetzt wieder das Portal. Ein schöner Ladescreen. Ach, wir müssen wieder Gas geben. Wie schön. Ich merke gerade, ich habe die Kopfhörer falsch schon auf, weil die Sounds falsch sind. Meine Güte, hast du den Wagen gesehen? Er hat sich denn diese Lackierung ausgesucht? Tja, ich nicht. Aber viel ist sicher.
möchte an dieser Stelle mal die Jungs vom Team und vom Marketing grüßen. Und natürlich meine Ober- und Bielefeld. Ja, ja, du. Vom Marketing grüßen. Was fällt dem ein? Als ob er die Leute kennen würde. Aber die Ober, die kann man natürlich immer grüßen. Ist ja wichtig. So. Man sieht schon, wie im Wald die FPS-Zahl sinken. Oh je. Komm, dreh drauf. Das hört sich echt nicht gut an. Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingekommen. Oh, 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 oh. Bremsen, bremsen, bremsen. Ah. Und wieder der bekannte Dreh. So. Da drüben war nochmal der Schlauch. Also die Musik macht alles so ein bisschen dramatisch. Wofür brauchst du jetzt PA? Was einer. Oh, da stürzt sogar was ein. Komisch. Wenn die den Strahl drauf halten, löscht sie nicht. Nur wenn ich drauf halte. Alles klar. Ach, jetzt werden wir automatisch rüber Hä? Guten Morgen zusammen. Aufgrund deiner hervorragenden Leistung am gestrigen Tag ist es mir eine Freude, dich mit sofortiger Wirkung zum Feuerwehrmann zu befördern. Ich hoffe, dies motiviert dich auch weiterhin, vollen Einsatz zu zeigen. Ja. Dich teile ich heute als Fahrer im Rettungsdienst auf dem RTW Florian 5 ein. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Mhm. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Das hoffe ich auch. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Ja, und damit beenden wir jetzt hier die Folge 3. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns Folge 1 beenden wir jetzt hier. Ich weiß zwar nicht, ob das Ding schon 20 Minuten hat, aber wäre ja nicht schlimm. Und ja, in Folge 2 geht es dann genau hier weiter. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da und einen Kommentar.